Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rheinsport, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie da sind. Die meisten Vereine aus unserer Region sind derzeit in der Sommerpause, aber es passiert natürlich trotzdem etwas im Sport von Düsseldorf und der Region, zum Beispiel im Feldhockey, die typische Sommersportart. Hier sind unsere Themen im Überblick. Lokalderby Regionalliga West, DSC gegen DSD. Deutsche Meisterschaft im Cheerleading. Und Sieg über den inneren Schweinehund beim Okinawa Karate. Der Deutsche Sportclub Düsseldorf, der DSD, hat in der Regionalliga West bis zur letzten Woche um den Aufstieg mitgespielt. Und beachtlich ist das allemal, weil man erst vor einem Jahr aufgestiegen ist. Allerdings hat man sich auch ein paar Verstärkungen geholt. Aber das Spiel gestern gegen den DSC hatte nach dem verpassten Aufstieg von letzter Woche eigentlich keine Bedeutung mehr. Und doch blieb es am Ende das, was es immer war, nämlich ein echtes Lokalderby. Thomas Meinders berichtet. Da wollte sich dann natürlich auch keine Mannschaft blamieren. Für beide Teams hieß es also noch ein letztes Mal in dieser Saison alles geben. Vor allen Dingen der DSD hier in Rot beherzigte die Vorgabe von Anfang an. Mit einer engagierten Leistung und schnellem Direktspiel setzten die Flingeraner gleich zu Beginn die Akzente. Frederik Wecker hat viel Zeit und lupft den Ball zur Führung ins Tor. Ein DSD-Akteur freute sich besonders über seinen Einsatz. Holger Muth ist eigentlich Mannschaftsmanager. Zu seinem 40. Geburtstag hatte ihm das Team den Einsatz in der letzten Saisonpartie geschenkt. Seine Kollegen drückten in der Zwischenzeit auf das 2:0. Der DSC konnte sich nur ganz selten aus der Umklammerung lösen. Offensivaktionen blieben Mangelware. Dennoch, der 1:0 Pausenstand ließ für die zweite Spielhälfte noch alles offen. Dort zeichnete sich jedoch das gleiche Bild ab. Der DSC blieb harmlos, der DSD spielte nach vorne. Lediglich die mangelnde Chancenverwertung ließ die Rot-Schwarzen hadern. Die Zuschauer auf der Anlage des DSC in Gerresheim sahen jetzt ein Spiel auf ein Tor. Frederik Wecker verzieht nur ganz knapp. Dann eine Szene mit Seltenheitswert. Eine Torchance für den DSC. Doch Gästekeeper Elmar Fischer, der in der zweiten Halbzeit sein Debüt gab, muss nicht eingreifen. Die Hoffnung von DSC-Coach Jörg Müller währt jedoch nicht allzu lange, denn in der 54. Minute fällt die Vorentscheidung. Sebastian Pelzer macht auf der linken Seite alles richtig. Nach seiner starken Vorarbeit muss Viktor vom Kolke in der Mitte nur noch den Schläger reinhalten. Die Gegenwehr der Gastgeber ist nun endgültig gebrochen. Kurz darauf fällt das 3:0 für den DSD. Frederik Westhoff trifft mit der argentinischen Rückhand ins lange Eck. Für den Abwehrspieler ein besonderer Moment. Er wurde am Spieltag 25 Jahre alt. Die Anhänger der Gäste konnten sich am Ende über einen ungefährdeten 3:0-Sieg freuen. Der Schlusspunkt hinter eine erfolgreiche Spielzeit für den Aufsteiger. Und damit auch ein würdiger Rahmen für das wohl einmalige Comeback von Holger Muth. War natürlich eine große Ehre für mich, hier heute auflaufen zu dürfen. Ich hätte das auch sicherlich nicht gemacht, wenn wir heute noch hier um Aufstieg mitspielen hätten können. Aber so war das eine sehr angenehme Geschichte. Habe ich mal gemerkt, wie schnell das Hockey mittlerweile geworden ist. Läuferisch habe ich natürlich überhaupt keine Chance mehr, hier mitzuhalten. Aber das Ergebnis 3:0 spricht ja für sich. War anscheinend nicht so ein Nachteil, dass ich auf dem Platz war. Die Jungs haben mir das, wie gesagt, letztes Jahr zum 40. Geburtstag geschenkt. Und ich habe das gerne angenommen. Und da es heute um nichts mehr ging, außer ums Prestige, bin ich dann entsprechend auch aufgelaufen. In der Tabelle brachte der letzte Spieltag keine Veränderung mehr. Der DSD schließt die Saison auf einem hervorragenden zweiten Platz ab. Nach langem Abstiegskampf sprang für den DSC am Ende der vierte Rang heraus.